Wir sind wieder her bei dem Cocksucker. Und ja, ich war wirklich sehr verwundert, wenn der hier mal seinen allerweitesten Hintern hinbewegen würde. Was er aus einem mir nicht erkenntlichen Grund einfach nicht tut. Ich warte und warte und warte und warte und er taucht einfach nicht auf. Oh, da ist er ja. Ach so. Da war er ja die ganze Zeit. So, und jetzt aber verprügelt ihn doch. Der nimmt viel zu wenig Schaden. So ein Läumel. Dafür, dass er die ganze Zeit flüchtet, wie so ein kleines Kind. Wenn das Kind das nichts kann, außer von seiner Mami genuckelt zu werden. Komm her. Blödes Ding. Hör auf wegzulaufen, ey. Ich bin hier eh langsam genug. Oh, der Langweil mit seinem Weglaufen. Du Assi, bleib stehen. Also das Weglaufen sagt wirklich. Das hätte nicht sein müssen, dass er sich hier wie die größte Sissi anstellt. So solche Gegner hasse ich. Ja, wenn ich wüsste, wo er ist, dann zeigt mir ja nicht mal diesen Pfeil an. Okay, das ist er. Okay, Silberpfeile neue und jetzt erledigt ihn. Mir egal, kommt alle her. Sofort. Oh, jetzt geht er wieder weg. Und keiner erwischt ihn. Leute, wozu bezahlt ihr euch eigentlich? Na gut, ich bezahle ich mich, aber trotzdem. Boah, das wird diesmal ein bisschen schnell. Ja, kann ich nicht, er hat so einen Scheiß gemacht, wo ich lieber... Ach komm, Zale, ist jetzt auch mal wieder gut, ey. Komm. Nein, komm. Jetzt erledigt ihn, bitte endlich! Ah. Oh, jetzt ist er wieder schon wieder über alle Ecken. Cocksucker, bleib stehen. Ja, diesen Ausdruck würde ich ja nicht verwenden, aber er kotzt mich einfach an. Ja, ist gut, ey! Hör doch auf mit dem Scheiß verwirren! Weiß ich, wie viele K.O.? Horaz hat die Klappe mit My Wife. Nein! Bleib stehen! Sterb, du Drecksviech! Boah, ey! Was für ein Scheiß! Shatter. Er ist tot, jetzt können wir nach Hause. Super! Oh, he's a little scamp, isn't he? What about Meredith? Ja. Was wird Meredith? Nur oh, scheint's gut zu gehen, na wenigstens etwas. Ja. Relativ kurze Filmsequenz. Mit relativ aneinanderreihenden Bildern, habe ich nicht ganz verstanden. Nothing to it. Oh, so you weren't flapping about, screaming like a little girl. Me scream? No idea what you're talking about. You've pissed your pants there. What? In sweat? At last, our night in the haunted mansion is over. I don't really know who or what that boy in the mansion was. But I think he's resting in peace now. Weil das erstmal das Zell die Rolle des Erzählers einnimmt. This mansion was surrounded by weird rumors. But now it's like there's a calm about the place. I don't think anything strange will happen here anymore. Das würde ich hoffen, sondern wenn das Thema wieder bewohnbar wäre. Aber gut, wir haben es irgendwie geschafft, auch wenn der Endboss relativ nervig war. Aber gut, wir haben es hinter uns gebracht. Nur noch dieses optionale Kapitel wäre zu Ende gebracht. So, dann gibt es eigentlich nur noch eine Sache, die ich tun kann, bevor es im Spiel weitergeht. Nämlich, ich dachte mir, wir machen ein paar Arena-Kämpfe noch. Für den Rest des Parts. Oh, Moment. Master Zale,
thank you so much for all your help. Gern geschehen. Can't thank you enough for what you did. Hey, die sieht doch sogar ganz hübsch aus. Wow. Gut gemacht, Horace. There's no need for all that. I'm just glad everything's all right. I'll say, I tell you every night since then. Yeah. Horace, dear, I think that's quite enough, don't you? I'm sorry, darling. Good to see you're doing well. By the way, Master Zale, feel free to visit my shop whenever you like. Oh, yes, we'll make sure we give you the lowest prices we can afford. We'll be waiting. Gut. Cool. Ja, wie gesagt, das, was ich jetzt noch machen wollte, ist die Arena. Da werde ich jetzt einfach noch ein paar Kämpfe machen, bis der Part hier um ist. Und dann werde ich wahrscheinlich außerhalb der Kaaba relativ weit hochgehen, weil wenn man sich zum Beispiel Lowell anschaut, der ist relativ niedrig trainiert. Und ich denke, dass die Arena eine gute Plattform auch, um ein paar Items vielleicht noch zu kriegen. Ich habe auch gehört, im Herrenhaus soll es einen guten Trick geben, wie man mehrere Drachenhäute bekommt. Ich habe gehört, hier soll es irgendwas geben, wenn man mit diesen Leuten redet. Das muss ich mir jetzt nochmal genauer anschauen. Irgendwie kann ich mit denen nicht reden. Gut, dann weiß ich nicht, was sie mir sagen wollten. Das Schwierigkeit plus 4, das dürfte überhaupt kein Problem sein. Ich nehme mit Mirania, Lowell auf jeden Fall und dann noch Siwen. Und dann hoffe ich, dass ich irgendwelche Level erreichen werde. Ich erwarte jetzt einfach mal nicht zu viel, aber ja, ist alles besser als nichts. Und ich denke, da werde ich außerhalb der Kamera relativ weit hoch machen. Ich denke, Livestream wird sich nicht lohnen, weil es zu kurz wäre. Aber gut. Arena-Kampf. Waren wir bisher noch nicht so oft hier. Und ja, das kennen wir schon. Das können wir getrost überspringen. Go! Ich glaube, ich habe keine Siegesnose überbekommen. Kann das sein? Ich hoffe, hier finde ich wenigstens ein paar, weil ich dabei echt gerne meine Rüstungen verbessern. Meine Waffen sind alle recht einzigartig zu verbessern. Ich glaube, da kommt jetzt erstmal nichts. Okay, schwach. Schwach wie Brot. Genau deswegen kämpfe ich. Da werden die stärker. Und ja, es bringt dann auch mehr für meine Level, wenn die hier endlich mehr kommen. Wow, da haben wir schon ein seltenes Item bekommen. Das hier scheint doch eine ganz gute Investition von mir zu sein. Komm, geh rüber. Mitten im Sprung hört er einfach auf. Das ist doch fies. Oh, das ist da. 571 Gold. Und das wollte ich nicht. Ich wollte rollen. Soweit ich mich erinnere, ging es jetzt links rum. Oh Gott, da kommt keiner mit. Wahrscheinlich bin ich hoffnungslos. Oh doch. Hi. Glück gehabt. Mirania. Ja, rein da. Auch in Mirania eine etwas, finde ich, unpassende Kleidung für sich hat. Aber gut. Wir gehen hier jetzt nicht nach passend oder nicht passend. Von vorne sind sie gut geschützt. Und da... Oh Gott, 17. Ja, ich hätte hier dringend mal wieder hinkommen müssen. Die sind längst zu schwach für mich. Aber ich denke, die Kämpfe werden hier auf jeden Fall noch härter. Oh. Was haben wir hier? Gnomenkupfer. Um Kupfer braucht doch kein Mensch mehr. Das habe ich alles schon hinter mir. Ich brauche jetzt Silber. Oh, süß. War das nur um Silber? Ich habe es nicht genau erkennen können. Hier hinten war einer. Noch irgendwas? Ist hier hinten in der Ecke jemand? Nö. Leute. Wer fehlt denn noch? So, da vorne scheinbar noch jemand. Roter Vulkanstein. Team Zale hat den Sieg davon. Super. Und wir behalten 3000 Gold Preisgeld. Auf jeden Fall Gold, was sehr nützlich für uns sein wird. Jetzt muss ich, wie gesagt, würde ich mal nicht mehr in dieses Spiel reinarbeiten. So ähnlich wie ich bei Pandora's Tower gemacht habe. Mehr außerhalb der Kamera tun, mehr, leveln auch.
Weil ich habe einfach gemerkt, ich bin zu niedrig gelevelt, ich brauche mehr Level. Vor allem um den Nachteil, den ich habe, auszugleichen. Da werden die Parts bestimmt noch besser, spannender. Und... Ah, okay. Das passiert. Achso, ich hatte schon mit denen geredet wahrscheinlich. Also was ähnliches, da habe ich gehört, dass man, was man denen bekommt. Okay, jetzt setzen sie Gnomenkupfer. Ich brauche zwar keine Gnomenkupfer mehr. Aber Schaden können sie ja nicht. Und ja, EP habe ich jetzt keine zu viel gekriegt, aber ich denke auf jeden Fall, Lowell braucht das einfach. Der ist derzeit zu schwach. Der freut sich auf jeden Fall über diese Unterstützung. Und ja, ich mache einfach mal weiter. Wie gesagt, noch für den Rest des Parts. Danach geht es außerhalb der Kamera weiter. So lang, wie ich es für sinnvoll halte. Dann gehen wir einfach mal und gucken, was ich denn so habe. Ladevorgang. Und ja, dann war es, glaube ich, soweit mit optionalen Quests. Ich muss dann mal gucken, wie es weitergeht. Weil Graf Arganan wollte mich ja sehen. Aber ich denke, dann geht es in der Story tatsächlich weiter. Aber ja. Jetzt erstmal hier noch ein paar Arena-Kämpfe, denn beim nächsten Mal werde ich euch wahrscheinlich noch schnell Revue geben. Was denn bei mir jetzt so tatsächlich passiert ist. Sterb. Sterb. Cool. Hier kriege ich echt Sachen, die permanent mein Zeug verbessern. Gut, der Dolch jetzt vielleicht nicht, aber hier Magie plus 1. Ich habe mal wirklich feine Sache nachgeguckt, als ich das in irgendeiner Gasse gefunden habe. Ist das tatsächlich so, dass ich danach... das war, glaube bei den Fröschen. Danach hatte ich wirklich 5 Agilität mehr. Also ich habe es genau nachgeschaut. Das ist echt genial. Dass so Zeug einen, also die Statuse wirklich permanent verbessert. Jetzt nicht sowas wie X-Angriff oder so, weil kurzfristige Verbesserung, naja. Aber das verbessert dann wirklich permanent. Das Tolle ist, es hat kein Limit. Also, es sind Sachen, die gefallen einem noch sehr, sehr gut. Oder es hat ein Limit, aber wenn dann erst sehr, sehr spät. Und ja, auf jeden Fall gut gemacht. So, Türe öffnen. Und ja. Der nächste Schwall von Angriffen. Das ist ein enormer Retreat. Weg. Oh, der süße... Boy! 2 Schläge! What the hell? Also, ich weiß, ich sehe, dass er so schwach ist, aber das hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Dass das so einfach erledigt wurde. Wow. Spinne weg. Mann, meine Waffen scheinen echt nicht schlecht zu sein, glaube ich. Tot, gibt kein Item, schade. Hier gibt es denn noch irgendjemanden? Geld hier? Wo ist denn noch jemand? Achso, die Spinne da. Ja, ciao. Sehr, sehr gut. Und ich glaube, das war's soweit, oder? Noch irgendein Item hier, bei denen eine bestimmte Zeit die zu finden. Sieht nicht so aus. Preisgeld 4000 Gold. Cool. Also Gnomenkupfer, Gnomenkupfer, Gnomenkupfer. Super. Eins können wir noch machen. Machen wir einfach. Und dann danach verabschiede ich mich von euch. Aber ein Kämpfchen können wir dann doch noch austragen hier in der Arena. Abspeichern und ja. Los geht's. Ladevorgang. Und los geht's. Angriff. Öffne. Okay, das ist schon bedeutend stärker. Das ist sogar fast schon mein Level. Bin ich gespannt, ob... Nee, es geht schon ein bisschen mehr Widerstand. Ich mache ihn trotzdem, wenn man bedenkt, dass ich in ihrem Heilkreis bin, relativ
Oh Gott, ey, ja, jetzt nervt es, komme ich nicht hier an die Magier ran. Also einfach so. Fertig. Weil natürlich, solange ich in ihrem Heilkreis bin, wird der Schaden, den ich mache, sein. Den ich mache, sein. Oh, was ist das denn jetzt? Was zum Henker? Egal. Ciao. Hermit. Dein Geld. Sonst noch was. Da hinten der Nervensäge. Aber dir hat es scheinbar auch ins Gras gewissen. Also weiter zum nächsten Raum. Dem zweiten. Jo. Und das wird jetzt erstmal bei mir so aussehen. Ihr werdet jetzt, wie gesagt, auf Kamera. Auch wenn ich glaube, die EP, die man hier kommt, ist echt beschissen. Weil zum Beispiel bei Lowell sieht man eigentlich überhaupt keine Veränderung. Habe ich das Gefühl. Man kriegt zwei EP, das kann ich an den grünen Dingern, aber naja. Auf jeden Fall, die EP, die man kommt, ist fertig beschissen. Dafür kriege ich hier Gold und hoffentlich auch noch ein paar andere coole Items. Also, dann kämpfe ich mich hier weiter durch. Und ich denke, das ist, auch eine gute Gelegenheit, mich zu verabschieden, Leute. Das hat mir wieder viel Spaß gemacht. Auch wenn dieses Monster relativ nervig war, es ist trotzdem ein super tolles Spiel. Und ja, ich denke auf jeden Fall, mehr Level zu sein, wird die Qualität hier deutlich heben. Hier werde ich jetzt nicht leveln können, aber an einem anderen Punkt werde ich es können. Und das werde ich auf jeden Fall tun. Und ich bitte euch einfach nicht zu langweilen mit verlevelt, bla bla bla. Weil ich meine, in einem RPG gibt es nicht umsonst Level, die sind da, um einem zu helfen, um zu entscheiden, ob das Spiel einfacher oder schwieriger wird. Und man beweist gar nichts. Ich meine, ich könnte das ganze Spiel auch nur mit Level 1 machen, wenn ihr wollt. Es hat einfach keinen Sinn. Wenn ich denke, dass ich Level brauche, dann werde ich auch leveln. Und ja, da wird die Qualität vom Spiel auf jeden Fall auch noch steigen, denke ich. Also, falls euch dieser Part gefallen hat, wie mir, freundlichen Daumen hoch, würde mich freuen. Falls nicht, runter und auch ein netter Kommentar oder ein Favo wäre doch drin. Also, Leutchen, bis dann!